Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Und wir haben jetzt gespendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Warum rede ich so komisch? Ich bin doch nicht Picard. Entschuldigung, der kam mir gerade so. Manchmal kommt es mir einfach so. Ja, wir haben heute was Cooles, nämlich Kekse. Und ich mag Kekse, das solltet ihr langsam wissen. Das sind die guten, die herrlichen, die traumhaften Kekse von My Cookies, die leider ein bisschen bröselig geworden sind. Das tut mir leid. Aber lecker sind sie bestimmt trotzdem. Ja, die sind weit gereist, das muss man einfach so sagen. Und ja, das ist auch eine Spende der Firma von MyCookies. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sorte ist. Es steht auch nicht drauf. Die sind auch noch eingetütet. Okay. Ja, ich sag ja, ein bisschen bröselig geworden sind sie. Das ist echt ärgerlich, aber das kann man nicht ändern. Oh, es sind zwei Sorten, wenn ich das so richtig sehe. Eine sind hier so weiß und eine so braun. Ich versuche mal jeweils... Oh, nee, drei sogar. Lecker, 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 lecker. Seidebacher Müsli. Probier's doch mal den Scheiß. Ja. Scheiße, die sind auch zerbröselt. Egal, das kriegen wir hin. Einen davon. Die kleben vor allen Dingen aneinander. Weil das hier irgendwie mit Marmelade ist. Einen weißen und einen braunen brauche ich noch. Ist der hier braun? Nee, der ist auch weiß. Da ist aber Pistazie drin. Also vier Sorten. Oder sind das ganz viele Sorten? Das sind ganz... Nö, das ist auch Pistazie. Da ist auch dieses Orangene. Es muss sehr spannend sein, mir gerade zuzugucken. Da klebt jetzt sogar... Egal. Also ich habe vier Sorten hier jetzt gesichtet. Ich denke, das wird es dann auch sein. My Cookies ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wer Kekse mag und nicht backen kann, wie mir ja vorgeworfen wird, dass ich mich weder backen noch kochen kann. Vielen Dank dafür. Das ist eine Lüge. Das weißt du auch. Wir haben hier vier Sorten. Oh Gott, der hier ist ziemlich schon am Sterben gerade. Ja, nicht auseinanderfallen. Das sieht aus wie Orangenlimonade. Orangenmarmelade. Mein ganzer Tisch wird gerade versaut. Egal, rein damit. Der ist nicht schlecht, nicht weil ich dieses Gesicht mache, heißt das, dass das schlecht ist. Der ist nur sacksauer. Holy fuck, ist das eine saure Orangenmarmelade. Also, es ist tatsächlich Orangenmarmelade. In einem Art Mürbeteig. Sehr, sehr lecker. Aber wahnsinnig sauer. Wirklich wahnsinnig sauer. Oh fuck. Holy shit. Ist der sauer. Da fliegt dir ja die Birne weg, ey. Meine Güte. Ja, der war schon mal ziemlich lecker. Wir bewerten das als Gesamtpaket, weil ich es kann. Was ist das hier? Ist das weiße Schokolade? Also es ist einfach nur weiß. Es sieht mir fast so aus, als wäre das einfach nur Keksteig, ist es aber nicht. Weil es, ich glaube, das wird man auf der Kamera nicht sehen, aber in dem Teig drumherum sind halt so Flecken. Und deswegen sieht das unten auch ein bisschen, ja, das kann man sehen halbwegs. Sieht das unten ja auch anders aus. Da ist irgendwas drin, ich weiß noch nicht was. Ja, werden wir gleich sehen. Ne, da war nichts drin, glaube ich. Das war einfach purer Teig. Und der Teig ist nicht schlecht. Der Teig ist wirklich nicht schlecht. Nicht, wie gesagt, nicht der beste Teig. Meine Mutter macht besseren Keksteig. Aber... Ein Hauch von Zitronenschale auf jeden Fall drin. Zitronenschale oder Zitronensaft. Auf jeden Fall Zitrone. Aber eigentlich ein ziemlich klassischer Mürbeteig. Der aber nicht überbacken ist. Das ist vor allen Dingen wichtig, finde ich. Und sonst wäre der sehr hart und sehr... Der ist zwar krümelig, aber der ist nicht hart. Das ist halt Mürbeteig, der krümelt immer. Der ist definitiv nicht zu lange gebacken, was ich sehr wichtig finde. Sehr leckerer Teig. Also der Grundteig ist schon mal ziemlich cool. Die Orangen war halt nicht meins, aber das ist trotzdem lecker. Hier haben wir dann Pistazie. Wenn man das sehen kann, könnt ihr das erkennen. So. Das Licht ist ein bisschen kacke hier, ich weiß, aber naja. Wir arbeiten mit, was wir können.
Pistazie ist auch jetzt nicht so mein Traumkeks, aber naja. Es schmeckt im Prinzip genauso wie der andere auch. Nur halt mit einem Hauch Pistazie, von dem ich aber fast gar nichts merke. Das sind leckere Kekse, also da könnte ich mich definitiv meinen Zucker von abholen, wenn ich das wollen würde. Hier haben wir noch halt eine Schoko-Variante. Ist das so mehr Schokocreme? Ja. Ja, rein damit. Mein Fehler. Das ist Nuss-Nougat. Und deswegen habe ich auch so spärlich geguckt, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich dachte, das wäre Schokolade, ist es aber nicht, es war Nuss-Nougat. Ja, auch nicht meins. Ich bin auch nicht so der Nutella-Fan. Und das war sehr nah an Nutella. Und weil Nutella ist mir zu herb, ist einfach so. Dazu passt ein Milchshake. Ja, zwei davon waren nicht meins. Einmal eben der Orangenmarmelade und einmal der Nuss-Nougat, aber das ist Geschmackssache, das ist definitiv, es waren sehr gute Kekse. Aber eben halt, nur sehr gute Kekse und nicht überragende Kekse. Die anderen beiden waren deutlich besser. Und wenn ihr nicht irgendwie gerade unbedingt die teuren Bäckerkekse wollt, die auch nicht besonders toll sind meistens. Also ich habe noch keinen Bäcker gefunden, wo man wirklich die Kekse kaufen kann. Ich bin schon wieder zu dunkel. Stell doch mal deine Kamera heller. Man sieht dich ja kaum. Ja, ist das nicht unbedingt schlecht. Wenn ich unbedingt die teuren Bäckerkekse kaufen will, die eh nicht so besonders sind, oder die Billigkekse aus dem Laden, die halt hart sind, krümeln und nicht schmecken, der sollte definitiv sich mal die Seite My Cookies angucken. Hier steht es auch drauf. Kann das hier unten lesen, die Adresse? Dann brauche ich es nicht einblenden. Keine Ahnung. My-Cookies.com. Wirklich sehr, sehr lecker und wirklich leckere Kekse. Die haben auch noch mehr im Angebot. Also die haben jetzt nicht nur 4 Sorten. Aber das war so zum Testen gar nicht schlecht. Und guckt es euch an. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für die Spende. Und ist ja jetzt auch bald Weihnachten. Von daher zugeschlagen. Oh Mann. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Habt einen sicheren und produktiven Halt. Ich habe noch nicht bewertet. Also ich würde sagen, jetzt schwanke ich wieder zwischen 7 und 8. 8 ist halt eben schon wirklich sehr krasser Scheiß. Und die waren auch sehr krasser Scheiß, aber halt nur 2 von 4. Aber halt nur 2 von 4, weil 2 von 4 mir halt einfach nicht mein Ding sind. Trotzdem gebe ich 7 von 10 Punkten und dann sind wir alle happy. Oder vielleicht auch nicht. 7 von 10 Punkte auf jeden Fall auschecken. Habt einen sicheren, produktiven Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.